Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir spielen heute das neue Update 1.4.0 und unten links sieht man schon Einstellungen, Inselsicherung nicht festgelegt. Da gucken wir jetzt erstmal rein, was das zu bedeuten hat. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Aufnahme, da es ein Windows-Update gab und ich gerade vieles neu einstellen musste und ich weiß nicht, wie die alten Einstellungen waren. Deswegen hoffe ich mal, dass man mich gut hört und so, ja. Hallo Moritz, hier kümmere ich mich um Anfragen zu verschiedenen Einstellungen. Es geht um sehr wichtige Dinge, deshalb sollten Kinder lieber einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Also, womit kann ich dir helfen? Inselsicherung. Hört sich gut an. Oho, du willst mit mir über unseren Inselsicherungsservice sprechen? Eins vorweg, dieser Service kann nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung genutzt werden. Und zwar nur, falls eine Nintendo Switch-Konsole verloren geht oder beschädigt wird. Wie kann ich dir also weiterhelfen? Inselsicherung aktivieren? Aha, du möchtest also die Inselsicherung aktivieren, ja? Nichts lieber als das. Lass mich dich zuvor aber kurz über ein paar Kleinigkeiten belehren, ja? Diese Funktion kann nur von Spielern von Animal Crossing New Horizons genutzt werden. Das gilt für das Aktivieren der Sicherung und das Wiederherstellen von Inseldaten, klar? Und der entsprechende Nutzer muss über einen aktiven Nintendo Switch Online Verfügung, blablabla. Was war noch gleich das andere? Ach ja, ist die Inselsicherung aktiviert, werden automatisch Daten über das Internet hochgeladen. Auch dann, wenn das Spiel gerade nicht gespielt wird. Gut, jetzt weißt du Bescheid. Möchtest du ganz sicher Insel aktivieren? Ja, bitte. Jawohl, ja. Dann aktiviere ich hiermit den Inselsicherungsservice für dich. Bitte berühre nicht den Powerknopf. Berühre nicht den Power. Und zack, die Inselsicherung ist nun aktiv. Ab sofort werden dann deine Daten hochgeladen, wenn das Spiel gerade nicht gespielt wird. Aber nur, wenn die Nintendo Switch-Konsole auch mit dem Internet verbunden ist. Nicht vergessen, ja? Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung siehst du links unten auf dem Titelbildschirm. Also schön dort nachschauen, damit du auch siehst, dass alles einwandfrei gesichert wird. Dann lasse ich dich jetzt zum Titelbildschirm zurückkehren. Bis bald, auf Nimmerland. Oh, danke schön, Luke. Das war ja so ein... Ne? Viele hatten ja, glaube ich, das Problem, dass sie irgendwie auf einmal ihre Insel verloren hatten. Dass man irgendwie komplett von neu anfangen musste. Und ja, damit wir jetzt Nintendo dagegen wirken. Finde ich gut. Ob es früher hätte kommen müssen, weiß ich nicht, weil man wusste ja nicht, dass dann... Ich glaube, der Bug, der war vorher nicht bekannt. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, dass es ersetzt da ist. Weil wer kann schon ahnen, dass auf einmal die Insel irgendwie komischerweise weg ist. Oder von neu gespielt wird. Ja, ich finde das in Ordnung. So, es gibt zwei neue Sachen. Einmal Feuerwerk, aber das schauen wir uns erst morgen an. Also ich nehme das heute Abend auf. Heute in der Nacht. Falls das überhaupt heute stattfindet, ich weiß es ja gar nicht. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 30. Juli. 2020, 9:17 Uhr. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. Oh, das war schon. Okay, der erzählt gar nicht so viel. Ist das... Doch, ne? Das neue Update ist so drauf. Ich war heute den ganzen Tag schon los. Ich wollte eigentlich schon 0 Uhr aufnehmen, weil ich dachte, das neue Update käme. Aber ich hatte irgendwie kein Update, aber ich glaube, es hat schon geladen. Mein Nuckphone klingelt. Ich habe mich auch schon passend angezogen, Leute. Hallo? Hier, Schlepp aus Nuxladen am Telefon. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 38.640 Sternis auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Angebot nutzt. Bis bald dann hoffentlich im Laden. Ja, ich habe gestern versucht, wieder Insekten zu jagen. Hat nicht so gut geklappt. Kann ich jetzt schon sagen. Serenda. Lieber Träumer, jeder von uns trägt schöne Bilder seiner Heimat im Herzen. Wäre es nicht wunderbar, diese Bilder als Träume mit anderen zu teilen? Zum Glück benötigt man dafür nicht mehr als ein bequemes Bett. Serenda, okay. Dankeschön. Vielen Dank fürs Herunterladen des Updates. Wir möchten uns dafür mit einem Geschenk... Oh. Erkenntlich zeigen. In die Tasche. Sind die eigentlich alle? Dinger? Scheint so. Ja, scheint so. Scheint, glaube ich, so zu sein. So, erstmal Serendas... Wird wahrscheinlich ein Bett sein, Serenda-Bett. Okay, cool. Und eine Feuerwerktapete. Feuerwerktapete ist cool. Wir schauen uns mal eben ganz, ganz kurz den Bewohner an.
ob wir ihn haben wollen. Aber sonst würde ich sagen, gehen wir gleich erstmal, begutachten wir erstmal Semenders Bettchen. Oh, ne, weg. Ne, Känguru ist nicht so mein Tier. Ne, leider nicht. Leider nicht. Aber es gibt genug Leute, die Kängurus mögen. Also ich habe jetzt nichts gegen die, aber ne, meine Favoriten sind jetzt keine Kängurus. Ist Rainer da? Nee. Festplatz war auch keiner. Gilleval könnte da sein. Aber ich würde sagen, wir legen uns heute erstmal ins Bettchen. Und gucken mal. Oh, warte. Erstmal schauen wir uns die Feuerwerks-Tapete an. Ich wollte euch auch noch ein Update geben zu meinem, nee. An die Wand, bitte. Hübsch. Ja, sieht sehr hübsch aus. Ich wollte euch Update geben. Ich habe hier den Meeresboden gefunden. Den glitzernden Sandboden als Rezept. Dann, wo geht's denn hier runter? Hier? Ja, hier. Ist ein bisschen dunkel, deswegen sieht man nichts. Und ich habe noch ein paar Nixon-Sachen bekommen. Einmal, ich glaube, der Spiegel ist neu für euch. Die Tapete. Dann die zwei Kleider und den Raumteiler. Das habe ich bekommen. Ich würde sagen, hier stellen wir einfach mal hier Serendas Bett hin, oder? Fürs Erste. Fürs Erste. Ich fand den, ich finde den, oh, eigentlich passt das so ganz gut, oder? Bisschen holzig. Vielleicht kann man das ja auch noch umdesignen. Das wäre auch cool. Kriegt man das direkt in die Mitte? Ja, ja. Perfekt. Cool. Wir tun aber erstmal... Oh, nee. Nicht an die Wand. Alles ins Lager. Gott, ich hoffe, ihr versteht mich, Leute. Ich hoffe es. Kack-Updates, ey. Ich hasse Updates. Mann, voll von Windows. Mann. Soll ich eine Runde schlafen? Ja, schlafen klingt gut. Ich bin gespannt. Mann, würde ich so schnell einschlafen können, das wäre super. Für mein Leben. Oh, das sieht schön aus. Oh. Willkommen. Oh, sieht das schön aus. Wenn ich mich nicht irre, stammen Sie aus Nimmerland, korrekt? Ja, der berühmte Moritz. Gut geraten. Nur wenigen ist so ein sanfter Schlummer vergönnt wie jenen aus Nimmerland. Doch vergeben Sie mir, ich muss mich ja noch vorstellen. Mein Name lautet Serenada. Ich bin eine Art Bibliothekarin für Träume. Träume sind die Manifestation einer Erinnerung, die jemand hegt und dann im Internet hochlädt. Ist das Gardevoir, Leute? Meine Rolle ist es, diese Träume zu katalogisieren und für Reisende zugänglich zu machen. So ist es möglich, im Traum weit entfernte Inseln zu besuchen, ohne ein Flugzeug betreten zu müssen. Wenn Sie sich auf die Reise begeben möchten, sagen Sie einfach, ich möchte träumen. In meiner Bibliothek befinden sich schon viele Träume, doch ich bin immer an Neuzugängen interessiert. Wenn Sie es wünschen, könnte ich auch Ihr schönes Nimmerland der Sammlung hinzufügen. Ich schicke Ihren Traum durch die Röhren des Netzes und teile ihn mit der Welt. Wenn Sie Nimmerland als Traum mit anderen teilen möchten, sagen Sie Traum teilen. Ich hoffe, alle Ihre Fragen werden damit zuerst einmal beantwortet. Also, was kann ich für Sie tun? Doch, Traum teilen. Sehr wohl, dann müsste ich Sie bitten, die folgenden wichtigen Informationen durchzulesen. Wichtige Informationen zum Teilen von Träumen. Wenn du einen Traum deiner Insel teilst, können andere Spieler, auch solche, die du nicht kennst, eine Traumversion deiner Insel besuchen. Das bedeutet, dass Daten deiner Insel und ihrer Bewohner, die zum Zeitpunkt des Teilens eines Traumes aufgezeichnet wurden, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden weiter. Dazu zählen die Namen und Passeinträge aller Einwohner, das Aussehen deiner Insel, Zimmer in Häusern, eigene Designs, Beiträge am schwarzen Brett und andere Inhalte. Verstanden? Gut, der Rest ist ganz einfach. Ich werde zunächst Ihre Erinnerung an Nimmerland in einem Traum umwandeln. Diesen werde ich dann über das Internet meiner Traumbibliothek hinzufügen. Oh, ein wichtiges Detail gilt es noch zu beachten.
Besucher ihres Traums können sich frei bei ihrem Designtauschterminal bedienen. Sehen Sie gegebenenfalls vorher in Ihrem Designtauschterminal nach, welche Designs zugänglich werden. Betrachten Sie diese Designs am besten als Souvenirs für die Besucher von Nimmerland. So, das sollte alles sein. Dann zapfe ich jetzt Ihre Erinnerungen von Nimmerland an. Bereit? Ja, bitte darum. Wunderbar. Dann stelle ich jetzt eine Verbindung zum Internet und zur Bibliothek der Träume her. Oh, sieht das schön aus. Wirklich. Sieht wirklich gut aus. Oh. Erledigt. Ich werde nun Ihre Erinnerung an Nimmerland an einem Traum festhalten. Schließen Sie Ihre Augen. Lassen Sie Nimmerland vor Ihrem geistigen Auge erscheinen. Entspannen Sie sich. Kamea. Ah, nee. Das war Esmeralda. Sorry. Wollte mich jetzt hier verzaubern. Fertig. Ich habe Ihren Traum hochgeladen bis zum letzten entzückenden Bit. Sehr schön. Ihr Traum von Nimmerland wurde unter der Schlummeranschrift blablabla registriert. Wenn Sie ihn mit anderen teilen möchten, geben Sie einfach die Schlummeranschrift weiter. Noch einmal zum Mitschreiben. Ja, habe ich schon. Ihre Schlummeranschrift ist momentan auch auf Ihrem Pass und auf Ihrer Karte zu sehen. Wenn Sie das nicht möchten, sagen Sie mir einfach Bescheid. Bedenken Sie zuletzt bitte, dass der Traum nur der Zustand zum Zeitpunkt des Hochlands wiedergibt. Damit spätere Erinnerungen an Ihrer Insel übernommen werden, müssen Sie den Traum aktualisieren. Das kann ich gerne für Sie übernehmen, aber nur einmal pro Tag. Das sollte alles sein. Vielen Dank für Ihre Geduld. Möge Ihr Traum in Bolada. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwas weiterhelfen? Ja, ich möchte gerne. Ja, sehr gerne. Da müssen wir nur noch einige Formalitäten klären. Für Träume benötigt man, wie für fast alles heutzutage, eine Verbindung zum Internet. Ferner ist eine Schlummeranschrift erforderlich. Das ist sozusagen die einzige Kennung eines Traums. Bevor Sie zu träumen beginnen, sollten Sie also die gewünschte... Und ein weiterer Stolperstein wäre noch zu erwähnen. Träume sind fragil und schwer greifbar. Zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie nichts dort mitnehmen. Aber keine Sorge, sobald Sie erwachen, erhalten Sie natürlich all Ihre Besitztümer zurück. Damit wären wir eigentlich bereit. Möchten Sie die Bibliothek der Träume betreten? Ich habe es jetzt so verstanden, dass das nur noch mit einem Code geht und nicht mehr random. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich keinen Code eingeben muss, dass ich auf eine Random-Insel komme. Das fände ich nämlich cooler. Also jetzt zumindest. Weil ich habe jetzt überhaupt keinen Code hier zur Hand. Mann. Serenda. Oh, muss ich jetzt hier echt einen Schlummer-Code hier raussuchen, oder was? Och Mann. Ich dachte, das geht vielleicht auch random. Das finde ich jetzt nicht so cool, Leute. Finde ich echt nicht so cool. So, ich guck mal eben hier. Da, hier ist tatsächlich noch gar nichts. Oder? Ich gucke gerade hier in so einem Discord. Nee, hier ist gar nichts, okay. Okay, habe ich echt noch nichts. Oder Ankündigung vielleicht? Nee, das ist schon älter. Ich hatte nur noch eine. Ach, da oben. Sorry, Leute, dass das jetzt hier ein bisschen dauert, aber ich wusste nicht, dass man jetzt hier so eine Kacke hier braucht. Wirklich nicht. Insel Layouts, Creator Show Off, Outfit Garden, Town Tunes, Miss Pattern Codes. Was sind Miss Pattern Codes? Achso, kochen. Okay, sorry. Dream Addresses. Oh, ich habe hier Dream Addresses gefunden. Sehr schön, ich habe hier jetzt welche. Ich würde die vielleicht erstmal nehmen. Okay, dann nehmen wir die. So, ich habe was gefunden. DA 00926
7503 9599. Okay, cool. Dann gucken wir mal. Geben Sie mir einen Moment, um die Bibliothek der Träume zu durchstöbern. Okay. Diese Schwimmanschrift gehört zu einer Insel namens Achkorn. Ist das korrekt? Kann sein. Ja. Wunderbar, dann hat alles seine Richtigkeit. Schließen Sie Ihre Augen und entspannen Sie sich. Achkorn, okay, cool. Vielleicht werde ich das dann demnächst hier überspringen, diesen Punkt. Und dann schauen wir uns einfach ignoriert an. Traum von Achkorn. War das auch cool mit dem Nebel, wirklich. Finde ich mega cool. Schönes Update mal wieder. Obwohl bis jetzt war eigentlich jedes Update in Ordnung, sage ich mal. Nicht zu viel, aber auch nicht ganz zu wenig. Schön. Öffnen Sie nun Ihre Augen. Oh, hier regnet. Sie befinden sich in einem tiefen Schlaf. Sie träumen von einer Insel namens Achkorn. Wenn Sie aufwachen möchten, legen Sie sich auf dieses Bett. Ich hole Sie dann zurück. Sollten Sie Fragen zu träumen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich. Ich wünsche Ihnen süße Träume von Achkorn. Oh, jetzt sind wir in Achkorn. Oh mein Gott, Leute. Oh, ist das schön. Auf dem Strand hat er also alle seine... Was ist das denn? Achso, das ist ein Design. Oh mein... Okay. Wir fangen hier beim Terminal an. Oder doch nicht? Da ist das Terminal, Leute. Oh, das ist natürlich sehr schön. Oh, das ist echt schön. Ich finde auch schön, dass er hier den Leuchtturm hier so hingemacht hat. Das ist auch eine gute Idee. Oh, vielleicht mache ich mir das hier nach. Mal schauen. Ich würde aber eigentlich ganz gerne zum Anfang gehen. Oh, der hat schon die Pilzmöbel. Ach, Mann. Oh, Weihnachtsbäume hat er auch schon. Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Tannenzapfen? Was ist das? Zapfen? Nee. Es gibt Zapfen? Oh mein Gott. Eicheln gibt's auch. Lol. Ich möchte aber trotzdem zum Anfang einmal. Alter, die Insel ist beautiful. Beautiful ist die. Ah, hier ist der Eingang. Okay, cool. So, hier kommt man also raus. Ah, auch eine Nuss. Okay, cool. Dann würde ich ganz gerne hier hoch. Oh, ist das schön. Oh, super, ey. Oh, hier ist eine Minecart-Strecke, okay. Ein Baumstamm mitten drauf. Alles sehr, sehr kaputt. Hat er die gleiche Inselform wie ich? Ja. Oh, tatsächlich, ja, hat er. Ist natürlich doppelt cool. Oh, die Flüsse hat er aber gelassen von Anfang an, wie ich sehe. Zumindest ähnlich gelassen. Okay. Oh, der Pilz ist auch schön. Oh, Leute. Leute, was ist das hier bitte? Für eine schöne Insel. Oh mein Gott. Der hat sich wirklich Mühe gegeben. Oh, wer bist du denn? Mona. Cool. Ja, sehr schön. Mona. Ah, das ist sehr gut. Das ist echt cool. Hier kann man dann natürlich auch wieder nach rechts. Hier ist ein Gärtner. So ein kleiner Bauernhof. Finde ich auch sehr cool. Da haben wir einen Blaurüstekäfer. Oder so. Oh, der ist runtergepumpt. Auch nett. Sehr nett. Hier hinten ist jetzt nichts. Okay. Außer Palm. Oh, Leute, ne? Also, als ich da durch den Wald gegangen bin, ne, das war schon, geil. Schade, dass man hier nicht durch kann. Dass das irgendwie eine kleine Abkürzung oder sowas ist. Oh, so ein
Gefängnis, auch sehr cool. Also bis jetzt, ne, I like very much. Oh Mann, das sieht so gut aus, wirklich. Ente, hat er auch die Inneneinrichtung schon gemacht oder noch nicht? Wir schauen mal rein. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sieht das hier sehr, sehr harmonisch aus. Wer bist du überhaupt? Kalle. Okay, das ist Kalle. Du siehst eigentlich ganz cool aus. Ja, siehst gut aus. Weiß nicht, ob das dein altes Haus war oder ob das neu eingerichtet ist, aber es gefällt mir. Sieht gut aus. Oh nein, das hier ist eine Hackerinsel, oder? Ich glaube, das ist eine Hackerinsel. Oh, ich glaube, die Eichebäume und sowas gibt's gar nicht. Weil die Sterne hier, die gibt's nämlich gar nicht, die ich hier gesehen habe, da. Die gibt's nicht als Bäume. Das ist irgendein Hacker hier. Och man, jetzt sind wir auf einer schönen Insel, ja. Aber eine Hackerinsel. Das ist natürlich belastend, Leute. So, wir gehen mal hier rein. Das ist echt belastend. Schade. Schade, ich war so geflasht von den Eicheln und den Tannenzapfen da. Aber wenn das ja echt eine Hackerinsel ist, dann wird es das wahrscheinlich nicht geben, glaube ich. Och Mann, wieso habe ich hier denn jetzt eine Hackerinsel hier? Das ärgert mich jetzt wirklich. Okay, hier ist der Campingbereich, glaube ich. Ja, ist er. Oh, der ist auch schön. Da ist auch jemand, steht jemand drauf. Sieht sehr, sehr schön aus. Weiß nicht mehr, wie ich hier zurückkomme, doch weiß ich. Sieht echt gut aus. Hier können wir anmachen, hier liegt Feuerholz. Das ist echt gut. So. Okay, da können wir nicht durch. Ich weiß aber nicht, ob die Insel mir schon viel zu voll gestellt ist. Hilfe. Weil hier kommt man nirgends so durch. Habe ich so das Gefühl. Nee. Ich komme nicht mehr zurück. Doch, danke. Danke, Spiel. So. Oh, Mann, das sieht so gut aus. Was hat der denn da? Ich dachte, der glänzt irgendwie. Schneemann, Happy Birthday Kuchen. Auf einen Pilz drauf. Mega geil. Wir gehen mal hier rein. Oh, doch nicht. Jens. Also Jens Haus sieht echt aus wie ein großes Haus, oder? Bin ich mir das ein. Hat auch einen Briefkasten. Bin auf Nahrungssuche, okay. Wo ist denn sein Haus? Sein Haus ist... Ach, da unten war es. Oh, okay. Gehen wir da gleich erstmal hin. Aber hierher. Jetzt hier hoch. Eine Hundehütte. Oh, echt schön. Wirklich schön. Blumen als... Okay, das ist jetzt hier alles fake. Okay, cool. Danke für diese Hackerinsel. Ah, ich habe eigentlich gedacht, dass man dann den Weg hier gar nicht sieht, wenn man dann hergeht. Aber man sieht den Weg doch noch. Sowas habe ich mir eigentlich auch vorgestellt, aber ich habe es dann doch nicht gemacht am Ende. Weil ich halt dachte, nee, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Hier ist der Laden, okay, sehr schön. Habe ich das Rathaus gesehen? Ah ja, stimmt. Von da aus bin ich gestartet. Da war ja was. So, wer wohnt hier? Das ist echt interessant, Leute. Ist wirklich interessant hier. Aber eine Hackerinsel ist halt kacke, finde ich. Oh, hast du einen geilen Ort. Der passt perfekt für dich, Katzi. Wie ist da nochmal? Irgendwas mit G? Oder Romeo oder so? Gunnar.
Gunnar, stimmt, Gunnar hieß der. Genau. Es ist so schön hier. Aber alles fake. Mann. Oh, so eine Bibliothek finde ich auch cool. Die soll Siegfried noch bekommen. Nee, Hennis. Hemmes? Hennis? Irgendwie so. Hannes? Nee, Hennis. Ich glaube, Hennis hieß er. So, gehen wir mal hier nach rechts. Da haben wir ein Tannenzapfen-Tor. Ein paar Dinger hier. Sind wir hier schon am Meer? Jo, sind wir. Natürlich auch cool. Ich finde den Boden so schön. Ich glaube für oben wäre der Boden wirklich was Gutes. Für Fairybell. Fairbelly natürlich. Oder? Nee, Fairbell. Ich weiß gar nicht mehr, wie unsere Stadt da oben ist. Mann, schon so lange her. Ich glaube, den Boden klaue ich mal auf jeden Fall. Den finde ich echt gut. Als Designi. Ich würde gerne noch zu seinem Haus. Hier ist es. Ja, da kann ich rein. Oh, super. Bisschen Innenarchitektur begutachten. Was ich dann vielleicht auch bei mir... Oh, wow. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ein paar Rezepte. Hey, wie kann man denn Rezepte denn hinlegen? Konnte man das? Das ist jetzt auch hier wieder so ein Hack, ey. Oh Gott, ey. Ich kann zumindest nichts nehmen. Okay. Also dein Haus hat er wahrscheinlich nicht ganz so toll eingerichtet, wie ich hier merke. Alles noch ziemlich leer. Ich glaube, den Keller hat er vielleicht eingerichtet. Vielleicht den Keller. Vielleicht. Aber der Teppich ist echt cool. Überall Kartons, als ob er hier umzieht. Finde ich tatsächlich schon lustig. Finde ich echt lustig. Dass hier überall Kartons stehen. Ah, ich glaube, er wollte hier irgendwie so eine Art Piratenschiff bauen. Überall dieser Piraten wohnen. Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Schön mit einem Nemo da. Ein Hamster auf dem Schrank. Ein süßes Haus. Ach, ist echt cool. Echt schön. Ja, sieht sehr schön aus. Gefällt mir sehr. Jetzt ist die Frage, hat er noch ein Haus oder nicht? Hast du noch ein Haus? Guck mal auf die Karte. Nee, er hat nur ein Haus. Okay, dann war das schon sein Haus. Ich geh noch hier eben hier hin. Hab gesehen, hier ist eben... Ach, da oben ist der Kleidungsladen. Da wollte ich mal kurz gucken. Ja. Ich hätte die Kleider vielleicht hier vorher hingestellt, dann kämen die besser zur Geltung. Und dann da oben drauf vielleicht Hosen platziert. Oh, die Spinne, ne? Ist überhaupt eine Spinne? Die ist gruselig. Das ist gruselig. Die will ich nicht in meiner Stadt haben, Leute. Okay. Dann war es das mit der Insel von Akorn. Da ist sie ja. Da ist die kleine Maus. Ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne Insel geworden. Das muss ich auf jeden Fall zugeben. Gefällt mir sehr gut. Außer die gehackten Bäume. Ja, das ist für mich immer noch ein No-Go.
auch wenn das wirklich dem Spiel vielleicht cool tun würde. Cool tun würde. Das ist ja eigentlich. So, wo ist denn dieses Terminal? Hier sollte ja so ein so ein Dings ein bisschen helfen. Nichts. Normalerweise steht hier doch dann so ein Designs oder wie klappt das mit den Designs? Designs? Weiß ich nicht. Und die erklärt mir das jetzt auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück auf unsere Insel. Ich will aufwachen. Ja gut, Leute, ne? Dann bin mal gespannt, wie lange das Aufwachen hier dauert. War eine coole Insel. Ist mir ein bisschen zu sehr gehackt worden. Aber ist trotzdem eine schöne Insel tatsächlich. Vielleicht machen wir Schlummerland einmal die Woche. Finde ich ganz cool. Ja, das finde ich ganz cool. So, ich mache mir auch noch Fotos von ein paar Codes. Dann haben wir nämlich welche. Ihr könnt mir auch gerne euren Code hier unter die Kommentare schreiben. Dann besuche ich eure Insel auch mal. Achso, stimmt. Wir wollten mal eben kurz gucken, ob Gille war oder wer auch immer auf der Insel ist. Und am Schild war irgendwas. Irgendwas war am Schild. Wir gucken mal eben hier rein. Ich habe gestern was Schönes hier gefunden. Das habe ich, glaube ich, hier auch irgendwo hingestellt. Ohne Dusche, okay, tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Meine Liebe des Lebens, bye, bye. Ah, das hier. So ein Dings. Oh Gott, ich habe den Namen jetzt vergessen. Es tut mir leid. So ein Dings halt. So, dann habe ich gestern auf jeden Fall hier noch mal ein paar Palmen gepflanzt. Damit ich vielleicht endlich auch mal die neuen Käfer bekomme. Oh, das war so. Ich habe gestern wieder eine Stunde und habe nichts bekommen wieder. Bei ihm war die Fläche hier größer, oder? Bilde ich mir das ein. Oder, oh, vielleicht hat er es mit Inseldesigner größer gemacht. Das kann auch sein. Kann gut möglich sein. Das sind nicht die gleichen. I try my best. Was haben wir hier? Ein Hirschkäfer. Aber ist der nicht dunkler hier? Oder habe ich mir das echt eingebildet? Das wäre natürlich richtig fail. Sägezahnhirschkäfer. Okay, habe ich mir nicht eingebildet, aber es bringt nichts. So. Achso, warte. Wenn wir hier schon sind, dann können wir auch mal eben hier die Punkte gleich abholen und. Warte, wer war das? Achso, ja. Der Süße. Im August findet jeden Sonntag ein Feuerwerk statt. Ja, ja, los geht es um 19 Uhr, sobald die Dämmerung eingesetzt hat. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Oh, cool. Also am Sonntag. Ja, passt ja super, ne? Oder passt das so super? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall am Sonntag. Sehr schön. Oh, ich freue mich. Bin gespannt. So, eben hier die Punkte. Sie könnten ja eigentlich auch mal wieder bei den Updates hier irgendwas Neues an Rezepten oder sowas hier reintun. In die Nook-Maschine. Ne? Nook und Melinda. Ihr kleinen Kinder. Mann, 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 Mann. Immer muss man euch erklären, was man für Updates haben will. Oh, die Blumen, ne? Die gehen mir immer noch auf den Nerv. Hier unten habe ich geguckt. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So,
Da-d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 a-